So, und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Call of Duty Infinite Warfare. Ach, freue mich auch so drauf. Also momentan, ich muss sagen, die Sachen, die mich von den aktuelleren Spielen und von den neuen Let's Plays, also abgesehen von diesen Sachen wie Space Invaders und Ark, halt so am meisten reizen, ist halt das hier. Hatte ich nicht einen Speicherpunkt eigentlich gesetzt? Anscheinend muss ich das nochmal machen. Okay. Alles wie immer, Griff. Schalt mal frei hier. Wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Naja, machen wir. Ich hoffe, der hat die Ausrüstung gespeichert. Ansonsten gut, mache ich das jetzt mal neu. Ist das das Ding? Jupp. Energiewaffe. Ich habe den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Dann werden Sie eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. So. Ich habe auch ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Und jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Supports und Hacktools. So. Da dann halt nichts, genau. Hacking-Gerät, Splittergranate, dann nehme ich aber die Sucherbots. Das gefiel mir ja nicht, da wollte ich ja das hier haben, genau. Und das bleibt alles so. So, umbenennen. Big Bada Boom. Finde ich gut. Oh, das können wir so lassen. So, es wundert mich aber trotzdem, weil auf dem Screen, also auf dem Speicherding, Big Bada Boom für Mission bestätigen, ja genau. Da war genau an dieser Stelle dann, halt wo ich vor dem Fahrstuhl stehe, dieses Bild. Also vielleicht habe ich jetzt bloß die falschen Punkt geladen. Auf keinen Fall! Machen Sie drauf, Sir, wir sind hinter Ihnen. Hat er jetzt gespeichert? F5 ist doch speichern, naja. Ich gucke nochmal vorsichtshalber nach, nicht, dass ich dann sage, oh hey, ich habe gerade gespeichert und dann habe ich aber nicht gespeichert. Bewegung? Nein. Nein. Aktion. Okay. Naja, egal. Ignorieren wir das. Vielleicht gibt es doch kein Schnellspeichern. Kann auch sein. Wir müssen ihnen entgegenwirken, so. Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgehen. Unterzahl, aber nicht unterlegen. Vor einer Stunde. Tja. Oh. Alles klar. Was? Na? Commander? So wollten wir nicht befördert werden. Na. Nein, Sir. Ist so wirklich. Sind der Richtige dafür, Reyes. Ja. Oder in Frieden rum. Trotzdem. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Werk. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Corporal Brooks wird Sie einweisen. Reyes, Lieutenant, Sie werden Schubrüstungen benötigen. Danke für die Warnung, Corporal. Bleib cool, Sir. Wie Eis, Captain. Hier ist der First Lieutenant. Ja, die ganze Zeit, ne? Achso, cool, sogar er kriegt die Ausrüstung. Und zwar nicht auch so einen Schubrucksack. Super gut gemacht, ey. Also bis hierhin kenne ich es halt nur, ne, durch die Demo von der Xbox One. Was machen diese Dinger, und alles andere. Verstärkte Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Saugeil. Ich mag ihn. Hammerspiel, muss ich euch sagen. Also ich bin seit langem mal wieder von einem Call of Duty richtig begeistert. Das freut mich. Okay. Und unsere Offiziere. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains. Und das heißt Bot, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bot, bevor ich ihm Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan. Nein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir. Ich mach dich platt, ey. Ja, Ma'am. Was bist du denn für ein Wichser, ey?
bin der Captain, das heißt, ich kann ruckzuck sagen, einfach raus aus meinem Schiff. Ist mir scheißegal, ob wir gerade im Weltall sind, aber du fliegst raus. Jetzt. Würde ich gerne zu dem Typen sagen. Echt jetzt. Ah, warum darf ich das nicht? Das wäre so viel cooler, wenn man das machen könnte. Und diesen leidgeplagten Gesichtsausdruck von ihm, wenn er dann feststellt, dass er in der Schwerelosigkeit ist. Ohne Helm, ohne Sauerstoff, einfach so rausgekickt, weil er sich scheiße benommen hat. Respektlos mir gegenüber. Ach, und ich komme hinten auf dem Affen sitzen. Das ist ja toll. Na nee, ich darf stehen. Toll, warum werde ich hier als... Auf die Hand achten! Bereit sein oder tot sein! Staff Sergeant! Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser macht irgendwie Sinn, ne? 1 und 2. Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Wow, ihr seid ja so toll. 90% davon werden jetzt sowieso sterben. Tigris, hören Sie mich! Tun wir. Bereit? Bestätigt! Stehen unter Beschuss, Sir! Wir müssen handeln! Das Tiefdeck öffnen! Achtung, es geht los! Oh, Scheiße. Da siehst du da vorne schon die ersten weg. Hier links hat's auch schon einen erwischt. Puh. Verschwinden Sie! Gehen in Warteposition! Das Terminal ist im Norden. Scheiße, ey. Ich habe deine Weisheit für dich, Ethan. Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Übel. So, den haben wir. So gut. Hammer! Sieht das geil aus, ey. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst hier. Oh, Scheiße. Ah. Also ich hänge hier drinne. Toll. Ethan. Ethan, alles klar? Richtig, Sir. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Ach, ey, ganz ehrlich, du gehst mir auf den Sack. Verpiss dich. Niemand braucht dich, Oma. Notfallluftschleuse auf. Unser Zugangspunkt. Gehen wir rein. Ja, stopp uns ein bisschen träge, weil wir jetzt halt hier so leichte Schwerelosigkeit haben. Ja, wir sehen es hier von alle so ein bisschen. Das sieht ja cool aus. Jetzt kommen wahrscheinlich richtige. Alles lecker! Genau. Ah, sehr schön. Ich hoffe, Ethan rettet ihm das Leben, dass er dann halt alles bereut. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Wo ist es jetzt hin? Verdammt, jetzt habe ich eine Drohne verloren. Na, falsche Taste gedrückt. Ich will mal E drücken zum Benutzen. Weiß auch nicht. Achtung, das Terminal ist gesperrt. Bitte verlassen Sie sofort das Terminal. Achtung. Alter Scheiße. Schießkommando. Von hinten erschossen. Erschossen? Exekutiert. Die SDF nimmt keine Gefangenen. Hier ist alles blockiert. Kein Durchkommen. Übel. Haben sie einfach hier die ganzen Zivilisten alles halt platt gemacht, ne? Krass. Ah, sieht schon cool aus, trotz aller Zerstörung und sowas. Wahnsinn. Hier sind diese Schiffsmodelle. Soll es die ISS sein? Steht leider nichts dran, ne? Das erinnert, also dieses Ding erinnert mich wirklich an Halo. Ja, an den Pelikan. Pelikan ist das, glaube ich, gewesen. Ja, auch alle exekutiert, ne? Arme Schweine. Mars Rover oder sowas in der Art. Ja, der Mars Rover ist es jetzt nicht. Das ist, doch, könnte der Mars Rover sein, aber Curiosity ist es auf jeden Fall nicht. So. Ah, hübsch gemacht hier mit dem Holz und so, ne? Hier, das ist dieser Nachfolger des Space Shuttles, der ja in Planung ist. Der ja immer noch gebaut wird. Schön, dass wir den hier auch haben. Schon cool. Das sieht Hammer aus, auch hier draußen, wie es gerade hier abgeht, ne? Cool. Sehr, sehr, sehr cool.
Ethan, machst du platt. Oh, ich hab das Glas zerstört, ne? Okay. Das ist natürlich krass, wenn wir das dann zerschießen, werden die praktisch rausgesaugt. Kann man taktisch gut nutzen. Guck dir das an, ey. Hier spricht Küstenwacht 1. Küstenwacht. Position Küstenwacht 1. Werden festgenagelt. Ende des Terminals. Okay. Nicht wie hin. Wahnsinn. Sau cool, ey. Richtig cool. Aber dieses Visier gefällt mir nicht. Also ich sehe jetzt da keinen Vorteil drin, dass es dann irgendwie angeblich die Gegner verfolgt. Aber na gut, wir können nicht rauchen, sowas durchgucken. Ob das jetzt was bringt, ob wir viel Rauch haben werden. Ich weiß es nicht. Zumindest haben wir es erstmal. Ja, ist halt wie so ein Internet, so ein interplanetarer Flughafen, ne? Wo die dann Raumhafen, wo die Passagiere hier waren, haben gewartet, sind zu irgendwelchen anderen Kolonien geflogen. Also ziemlich cool eigentlich. Das, was ich dann später auch gerne hätte, wenn ich dann irgendwo auf dem Mars Urlaub mache. Sie schießen auf Zivilisten. Erdgeschoss! Also ich nehme ziemlich viel Schaden, muss ich sagen, ne? Also, ist nicht ohne. So. Die läuft oder ich läufe? Oder die, ne? Oder ich. Oh, sehr gut, das haben sie rausgesaugt. Da ist einer. Ach, sauber. Ja, auch nochmal. Das ist einer von uns, ne? Ja. Also das ist echt... Okay, ich habe es eigentlich nicht gesehen, dass da noch einer war. Eine ziemlich coole Möglichkeit, also das dadurch zu schaffen. Was haben wir denn hier? Ach, das ist die hier. Nee, das ist eine andere. Ah, gescannt. Neue Waffe. Energie. Weißt du was? Dann nehmen wir die mal mit im Vergleich zur Pistole. Das interessiert mich da mal. Wie ist denn die? Ich stehe auf Energiewaffen. Halt. Gefällt mir schön schnell. Achso, ups. Entschuldigung. Ihr seht einfach zu sehr wie Gegner aus. Krass, ey. Also, ich bin der Meinung, wir hatten nicht auf Söldner gestellt. Dachte ich jetzt eigentlich. War noch einer. Hey, der läuft nicht weg. Hier, da, rennt er einfach weg. Heilige Sau. So. So. Wie waren Granaten werfen? Achso, mit E, stimmt ja. Oh oh. Komm, nimm mal das mit. So. Die einmal nehmen. Schon cool, die Waffe. Ah, guter Zoom. Schnell am Nachladen. Ah, ein Schrotflintenmodus, wenn ich zwei drücke. Das ist ja cool.
Natürlich auch ganz gut, wenn die Waffe einen alternativen Feuermodus hat, ne? Na komm schon. Komm raus. Drohnen! One. Okay. Wir müssen, glaube ich, näher ran. Das bringt so nichts. Oh, verdammt. Im Westen. Herald Vordergriff. Hier war doch aber eben noch eine andere Waffe. Okay. Ne, ich bleibe aber hierbei. Finde ich besser. Was war das hier? Ja, ich weiß, ich kann es wechseln. Ist ja cool. Geile Sache, das. Ach, ich kann jetzt hier nicht hoch. Wo man das sonst immer an solche Orte ran kann. Ich wollte gerade sagen, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich hier nicht hoch könnte. Also, trotzdem sowas wie... Sag mal, diese Dokumente, die man sonst immer findet, oder Laptops, bisher Fehlanzeige. Also hat man dann vielleicht auf Sammelobjekte verzichtet? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Schaff diese C6 hierher! Einer will abhauen! Hey, komm! Zieh das Drohnen! Was hat er denn hier für eine Waffe eben? Hab ich, okay. Den Platt machen. Der Bot lebt noch, okay. Beziehungsweise ist das ja eher eine Drohne. Und jetzt. Oh, verdammt. Ah, nicht so gut gemacht. Scheiße, schnell Deckung. Da hinten ist einer. Ich seh dein Bein. Verdammt. Ist das hier? Die kennen wir auch schon, ne? Ja. Ich weiß nicht so wirklich, ob das was bringt. Halt mal hoch, halt, weil alle Leute stehen. Och, echt jetzt? Oi, alter Schwede, ey. Die wollen es echt wissen. Aber es ist schön, die Gegner verlieren auch halt richtig die Helme und alles, ne? Gehen wir hier so ein bisschen drum rum. So, Headshot würde ich sagen, ne? Ja, sieht gut aus. Kontakt 12 Uhr! Roger, haben wir den? Aber sicher bin ich mir jetzt nicht da hinten, ne? Sind welche. Ah. Also man muss schon ganz schön ordentlich reinhauen, ne? Also so mal eben easy peasy draufgehen tut die nicht. Lebt er einfach noch? Hier haben wir noch. Doch, die hatten wir anscheinend auch schon. So. Brauch irgendeine Waffe, irgendeine Granate oder sowas. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, die verzieht ganz schön.